Die A99 bei München. Eine der vielen Autobahnen in Deutschland. Hier wird gerast und auf die Tube gedrückt, was das Zeug hält. Geschwindigkeit kennt keine Grenzen. Und mittendrin Fahranfänger, die erst seit kurzem den Führerschein in der Tasche haben. Autobahn, kann man sagen, ist ein ganz besonderer Bereich des Straßennetzes. Insbesondere die hohen Geschwindigkeiten und das komplexe Verkehrsgeschehen überfordern insbesondere einen Fahranfänger. In der Fahrschulausbildung, ich möchte es mal so ausdrücken, wird man eigentlich nur angewärmt. Und die Erfahrungen, die muss man eigentlich erst selber machen. Tempo 200, heutzutage kein Problem mehr. Doch kaum ein Fahrer kann die schnelle Fahrt richtig einschätzen. Insbesondere den jungen Fahranfängern kann man nur raten, sich mit dem Phänomen Geschwindigkeit bewusst auseinanderzusetzen. Der Mensch hat keinen Sinn für die real gefahrene Geschwindigkeit. Er ist immer auf die Instrumente angewiesen. Immer wieder schwere Verkehrsunfälle auf den Autobahnen. Die Ursachen sind meistens menschliches Versagen. Das Fahrzeug mag mit seiner technischen Ausstattung suggerieren, dass man sicher unterwegs ist. Aber es gibt immer, insbesondere was die Haftung anbetrifft, eine physikalische Grenze. Wir hatten in beide Fahrtrichtungen je einen Massenunfall. Es sind auf dieser Seite hier ca. 23 Verletzte, ein Toter. Auf der Gegenfahrbahn drüben vermutlich ebenso viele Verletzte, auch einen Toten. Insgesamt ca. 50 bis 60 beteiligte Fahrzeuge. Unfallursache Nebel und nicht angepasste Geschwindigkeit. Dass unangepasste Geschwindigkeit und ungenügender Sicherheitsabstand die häufigsten Unfallursachen sind, zeigt ein Blick auf das Ende eines Staus. Auch ohne Nebel und Regen ist es oft knapp genug. Sekundenbruchteile entscheiden, ob es zu einem Unfall kommt oder wie hier gerade noch mal gut geht. Raserei ist auch der Grund für diesen schweren Unfall bei Hilpoltstein. 6 Tote und mehrere Verletzte sind zu beklagen. Der Unfallverursacher ist gerade mal 18. Zu schnell lenkt er sein Fahrzeug bei strömendem Regen über die Autobahn. Er kommt ins Schleudern und rammt einen LKW. Der Brummifahrer kann seinen Laster nicht mehr abfangen und durchbricht die Mittelschutzplanke. Auf der Gegenfahrbahn kracht er dann mit mehreren Autos und einem weiteren LKW zusammen. Der 18 Jahre alte Unfallverursacher bleibt unverletzt. Er hat jetzt Trauer, Elend und Leid zu verantworten. Die Angehörigen der Unfallopfer werden ihm vermutlich nie verzeihen können. Ein Gericht verurteilt den Führerschein-Neuling später zu einer Freiheitsstrafe von mehreren Monaten. Um zu testen, wie schnell die Karre läuft, dazu ist die Autobahn für ungeübte Autofahrer denkbar ungeeignet. Natürlich möchte gerade der junge Kraftfahrer sein Fahrzeug mal im Grenzbereich bewegen. Das sollte man allerdings nur auf einem abgesperrten Testgelände praktizieren und nicht im fließenden Verkehr, weil da kann die Folge unabsehbar, unter Umständen sogar tödlich sein. Gerade junge Autofahrer sollten also in langsamem Tempo erste Erfahrungen auf den Autobahnen sammeln, denn bei hohen Geschwindigkeiten werden keine Patzer verziehen. Jeder Fehler ist dann höchstwahrscheinlich der letzte im Leben. Gerade junge Autofahrer sind sehr oft in Verkehrsunfälle verwickelt. Besonders betroffen ist die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Die stellen nur etwa 10% der Bevölkerung dar, verursachen aber mehr als 20% der Verkehrsunfälle. Die Autobahn hat eigene Gesetze. Einige davon haben etwas mit Physik zu tun, andere gehen weit über den gesunden Menschenverstand hinaus. Eines dieser Phänomene ist zum Beispiel das Rammen von Pannenfahrzeugen auf dem Standstreifen, so wie hier auf der A9 kurz vor dem Dreieck Holledau. Keiner vor Ort kann sich erklären, wieso der LKW-Fahrer plötzlich nach rechts auf den Pannenstreifen zog und dort den Audi mit voller Wucht rammte. Ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen, ein Verkehrszeichen, ein einzelner Alleebaum,
zieht quasi magnetisch an. Die Ursache dazu liegt in der Natur des Menschen. Die Wissenschaft erklärt es mit psychomotorischem Verhalten. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet es, dort wo man hinschaut, fährt man auch in so einer Ausnahmesituation hin. Der Mensch ist von Natur aus nur für geringe Geschwindigkeiten geschaffen. Wenn jetzt das Fahrzeug ins Schleudern kommt oder er die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, muss er sich neu orientieren. Er sucht sich einen Fixpunkt, den visiert er an und genau dort steuert er dann auch hin. Und dies führt dann zu diesen verheerenden Unfällen. Die Audi-Fahrerin überlebte diesen Unfall mit schwersten Verletzungen. Der Standstreifen bedeutet höchste Gefahr. Das sollten Fahranfänger wissen. Aber auch Profis kann es erwischen. Dieser ADAC-Pannenhelfer wollte gerade ein liegen gebliebenes Fahrzeug wieder flott machen, als das Unfassbare passierte. Trotz einwandfreier Absicherung raste ein Lastzug in die Pannenstelle. Der Pannenhelfer hatte keine Chance. Sein Job auf der Autobahn kostete ihm das Leben. Dass selbst Polizeifahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Seitenstreifen nicht sicher sind, zeigt dieser Unfall auf der A99. Gleich zwei neue Streifenwagen musste sich die Autobahnpolizei Hohenbrunn anschaffen. Doch viel schlimmer traf es Polizisten auf der A3 bei Oberölsbach. Ein PKW liegt auf dem Dach. Der 9-jährige Junge, der auf dem Rücksitz saß, muss mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Drei Beamte der Autobahnpolizei Parsberg nehmen den Unfall auf. Unter ihnen auch eine Motorradstreife im Lederkombi. Es sind die letzten Minuten dieses Mannes als gesunder Mensch. Während sich die Türen des Rettungswagens hinter der Beifahrerin schließen, messen die Polizisten die letzten Spuren ein. In dem Moment, der Verkehr lief zweispurig vorbei, ohne weitere Behinderungen, krachte es. Zwei Fahrzeuge rasen in den Seitenbereich. Körper fliegen durch die Luft. Der Gutachter ist sofort tot. Für ihn können die Notärzte nichts mehr tun. Von den drei Beamten kommt einer glimpflich davon. Er ist verletzt, aber ansprechbar. Schlimmer steht es um seinen Kollegen. Der Mann ist 10 Meter durch die Luft geschleudert worden. Schwer verletzt wird er in den Rettungshubschrauber gebracht. Am schlimmsten aber hat es den dritten Beamten erwischt. Schädel und Rippen mehrfach gebrochen. Kaum noch ein Lebenszeichen, das die Notärzte feststellen können. Der Kollege ist ins Uniklinikum nach Erlangen verbracht worden. Es steht aber bereits fest, dass er querschnittgelähmt bleibt. Wie eine makabere Erinnerung bleibt der Lederkombi des Beamten am Unfallort zurück. Während die Besatzung des zweiten Rettungshubschraubers den schwerstverletzten Polizisten aufnimmt und abtransportiert, steht dem stellvertretenden Dienststellenleiter ein schwerer Gang bevor. Sein verunglückter Kollege ist nicht allein. Zu Hause warten seine Frau und zwei Kinder. Es war auch für mich eines der schwärzesten Tage in meinem Polizeiberuf, dass man einem Kollegen und vor allem der Frau, die man auch persönlich kennt, eine solche Nachricht überbringen muss. Wenn Sie eine Panne auf der Autobahn haben, dann beachten Sie unbedingt folgende Regeln. Um Auffahrunfälle zu vermeiden, schalten Sie Ihr Warnblinklicht ein, verringern Sie die Geschwindigkeit nur langsam und steuern Sie auf den Seitenstreifen. Auf keinen Fall in Hektik geraten. Eine Fahrzeugpanne wird in der Regel nicht plötzlich und unerwartet auftreten, sondern sich bereits im Vorfeld abzeichnen. Entweder durch ein anderes Fahrverhalten, durch ungewöhnliche Geräusche im Fahrzeug oder im Motor. Drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts. Sollte nun doch ein anderes Auto auffahren, wird Ihr Fahrzeug gegen die Leitplanke gedrückt und rollt nicht zurück auf die Autobahn. Steigen Sie unbedingt aus, am besten über die Beifahrerseite. Nehmen Sie Ihr Warndreieck und klettern Sie über die Leitplanke. Egal, ob es regnet oder schneit, diese Maßnahmen können Ihr Leben retten. Doch auch hier Vorsicht. Manchmal geht es hinter der Leitplanke ziemlich tief abwärts. Bis hierhin eigentlich ganz einfach, doch die Fachleute erleben das anders. Wir stellen im dienstlichen Alltag immer wieder fest, dass viele Leute sich mit Warneinrichtungen des Fahrzeugs nicht auskennen. Und ich denke, gerade der junge Kraftfahrer sollte sich bei Fahrtantritt mit den Warneinrichtungen seines Fahrzeugs vertraut machen. Dazu gehört natürlich so etwas Belangloses wie den Einschaltknopf der Warnblinkanlage. Dann gehört natürlich dazu, dass man mal weiß, wo befindet sich der Verbandskasten, wo befindet sich das Warndreieck. Und natürlich sollte man das Warndreieck auch mal auspacken und zusammenbauen, weil in der Hektik eines Schadensfalles oder einer Panne gibt es da immer wieder Schwierigkeiten.
Auch für das Abstellen des Warndreiecks gehen sie, wenn möglich, hinter der Leitplanke rund 150 bis 200 Meter zurück und nutzen sie eine Lücke für das Aufstellen. Danach gleich wieder zurück hinter die schützende Leitplanke. Eine Autobahn bei München. Der PKW hat keine einzige Schramme. Trotzdem ist der Fahrer tot. Mit einer Panne ist der Wagen liegen geblieben. Der 18-jährige Fahrer stand neben seinem Fahrzeug, etwas zu dicht an der Hauptfahrspur. Statt im Pannendienst kam nun der Bestatter. Fahranfänger sollten wissen, dass insbesondere die Schwerfahrzeuge für einen erheblichen Luftsog sorgen, der bei Personen, die darauf nicht eingestellt sind, durchaus dafür sorgen kann, dass sie das Gleichgewicht verlieren. Insbesondere kann es natürlich auch sein, dass jemand in den fließenden Verkehr gezogen wird. Beim Aufstellen des Warndreiecks ist natürlich das Gleiche zu beobachten. Deswegen sollte das Warndreieck nicht zu nahe am fließenden Verkehr, sondern eher in der Mitte des Seitenstreifens platziert werden. Und es sollte ja möglichst lange stehen und seine Warnfunktion ausüben können. Junge Menschen gehen ohne Handy kaum noch vor die Haustür. Erreichbar zu sein ist Mode und das nicht nur im Supermarkt und im Restaurant, sondern leider auch im Auto. Nicht nur, dass das Telefonieren während der Fahrt schon für viele Unfälle gesorgt hat, das Handy hat auf der Autobahn für Polizei und Rettungsdienst noch ganz andere schwerwiegende Folgen. Davon kann zum Beispiel Manfred Meyer von der Polizeieinsatzzentrale Schwabe ein Lied singen. Wenn er auf dem Display des Notruftelefons sein Handy erkennt, ahnt er schon Böses. Fahrtrichtung München. Und wo ist die Unverhörtlichkeit? Einen Kilometerstand haben Sie nicht, nein? Die Leute, wenn sie bei uns anrufen, eine feine Sache, weil es schnell geht, aber oft bedarf es dann sehr vieler Nachfragen, weil die Herrschaften nicht oder die Anrufer nicht wissen, wo sie sich befinden. Ja, das geht sogar so weit, dass wir Unfallmeldungen kriegen. Da haben wir zum Beispiel einen Notruf, wird mein Kollege übernehmen, dass wir Meldungen kriegen, Unfallstellen zwischen München und Berlin. Ja, und wenn ich dann sage, mein lieber Herr Anrufer, das sind 600 Kilometer, ja, ob man es einmal präzisieren kann? Nein, das ist oft nicht möglich. Ja. Mittwoch 19.08 Uhr. Auf der A9 rasen mehrere Fahrzeuge ineinander. Blech knirscht, Verletzte schreien um Hilfe. Einige sind in den Wracks eingeklemmt. Obwohl fast 30 Anrufer diesen Unfall melden, können die Hilfskräfte nicht gezielt eingesetzt werden. Der Grund ist erschreckend. Die Anrufer wissen allesamt nicht genau, wo sie sind. Und so muss die Polizei Fragen über Fragen stellen, um den Unglücksort zu erforschen. Dabei vergehen lebensrettende Minuten. Die Erstmitteilung ist für uns ja ausschlaggebend, um entsprechend reagieren zu können. Und wenn der Erstmitteiler über einen schweren Verkehrsunfall berichten will und weiß nicht, wo er ist, dann wird es problematisch, ja, weil wir eben dann die Rettungskräfte nicht so schnell zuführen können, als erforderlich wäre. Ne? Und gerade deshalb ist es für die Beamten in den Einsatzzentralen, die einen Handyanrufer dran haben, so wichtig. Dass er in dem Moment, wo er das Gerät in Betrieb setzt, dass er sich vorher schon darüber informiert, wo bin ich. Vor allem, wenn es darum geht, einen Unfall mitzuteilen. Heute wird telefoniert auf Teufel komm raus. Sobald der Verkehr steht, geht nicht nur auf den Autobahnen nichts mehr. Auch freie Sprechfunkkanäle sind plötzlich rar. Denn jeder muss sein Zu-spät-Kommen sofort der Familie oder der Liebsten mitteilen. Rast nun ein Autofahrer ins Stauende, ist für den Notruf oft keine Leitung mehr frei. Die Zahl der Handybesitzer steigt stetig, aber damit leider auch die Zahl derer, die nicht angeben können, wo sie sind. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und denken Sie beim Melden einer Notlage grundsätzlich an die 5 Ws. Wer meldet? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Warten, bis der Polizist das Gespräch beendet. Wenn Sie auf der Autobahn die Frage des Polizisten, wo ist es passiert, gut und präzise beantworten können, ist das für den Verunglückten lebensrettend. Daher sind folgende Angaben so wichtig. Welche Autobahn? Welche Fahrtrichtung? Zwischen welchen Anschlussstellen? Und ganz besonders freut sich der Polizist, wenn Sie ihm noch die Kilometerzahl nennen können, die man auf den kleinen blauen Schildern ablesen kann. Merken Sie sich also immer die Anschlussstellen, die Sie gerade passiert haben und denken Sie daran, Ihr Erinnerungsvermögen kann über Leben und Tod entscheiden. Nun muss man auf der Autobahn nicht immer gleich sterben, manche Unfälle sind weniger dramatisch. Wenn der Schaden sehr gering ist, dann sollte man mit dem Fahrzeug die Fahrbahn schnell wieder freimachen und auf dem Standstreifen die Polizei abwarten. Diese kann Ihnen sogar 30 Euro abknöpfen, wenn Sie wegen minimalem Schaden den ganzen Verkehr aufhalten.
Die A9 bei Bayreuth, Großkontrolle. Die Ordnungshüter überprüfen gezielt, ob die Autofahrer unter Drogeneinfluss stehen. Denn die Einnahme von Betäubungsmitteln schließt die Fahreignung grundsätzlich aus. Unabhängig davon, ob sie gelegentlich oder regelmäßig konsumiert werden. Wer also Drogen zu sich nimmt und dann in eine Polizeikontrolle gerät, egal ob er am Steuer sitzt oder auf dem Beifahrer sitzt, ob all Fußgänger, Radfahrer oder auch der Jugendliche, der noch gar keinen Führerschein hat, er riskiert, von den Behörden auf seine Eignung hin überprüft zu werden. Wird Drogenkonsum nachgewiesen, so muss er damit rechnen, den Führerschein zu verlieren bzw. gar nicht erst zur Fahrprüfung zugelassen zu werden. Dies ist vielen, vor allem jungen Verkehrsteilnehmern, nicht bekannt. 80 Kilometer weiter hat eine Streife der Autobahnpolizei Hof ein Fahrzeug angehalten. Die jungen Männer versichern, dass sie mit Drogen nichts am Hut haben. Die Polizisten schauen genauer hin. Zunächst haben wir also die zwei Herrschaften einer Kontrolle unterzogen und haben das Auto dann routinemäßig einmal in Augenschein genommen. Und dabei haben wir also sowohl beim Beifahrer einen Joint aufgefunden, als auch beim Fahrer eine kleine Tüte mit Marihuana, also mit Hasch. Und ja, gut, jetzt schauen wir natürlich weiter, ob wir nicht noch mehr finden, weil die beiden zunächst angaben, also absolut nichts dabei zu haben. Aber das Ganze hat sich natürlich als Falschaussage rausgestellt und jetzt suchen wir halt weiter. Und so endet die Fahrt nicht in München, sondern auf der Polizeiwache. Ich gehe jetzt mit dem Fahrer bei uns auf die Toilette, der soll ein bisschen Urin abgeben. Mit dem Urin mache ich dann einen sogenannten Triage-Test. Das ist ein Drogenschnelltest. Der dürfte dann unter Umständen auf THC, also Tetrahydrocannabinol, reagieren. Das ist der Wirkstoff vom Cannabis, also Haschisch bzw. Marihuana. Okay, komm es. Ja. Also nicht, dass er überläuft, sondern ja, ein Schluckel. So halb voll, ne? Die Dauer von der ganzen Bearbeitung jetzt von den zwei Drogenfunden wird so circa 2 Stunden in Anspruch nehmen. Weil, wie es aussieht, werden wir dann also noch eine Blutentnahme fahren müssen. 10 Minuten. So, jetzt müssen wir 10 Minuten warten. Dann ist das soweit mit der Chemie vermischt. Hier wurde Test beinhaltet und dann schauen wir auf das Ergebnis. Junge Menschen greifen häufig zum Joint. Die Polizei fischt immer öfter betroffene Fahranfänger aus dem Straßenverkehr. Das ist eine sogenannte Kontrolllinie, die immer auftauchen muss, hier zu sehen. Und dann die waagrechte Linie hier beim THC besagt, dass der Proband eben noch unter Einwirkung von Cannabisprodukten steht, zumindest im Urin noch feststellbar. Wir werden deshalb jetzt ins Krankenhaus fahren und eine Blutentnahme veranlassen. Inzwischen sind bei der Großkontrolle die Drogenschnelltests einiger junger Autofahrer positiv verlaufen. Der anwesende Arzt nimmt vor Ort gleich das Blut ab. Anschließend bittet der Doktor den Führerscheinneuling zum Reaktionstest. Wer hier nicht besteht, hat nichts mehr zu lachen. Ausfallerscheinungen bedeuten Führerschein weg. Drogen führen oft bereits in kleinsten Dosen zu einer Veränderung der Bewusstseinslage. Das heißt, die Kritikfähigkeit und die Reaktionsfähigkeit werden drastisch herabgesetzt. Das bedeutet, Gefahren werden zu spät erkannt und es wird darauf falsch reagiert. Bei den hohen Geschwindigkeiten auf unseren Autobahnen führt Drogenkonsum rasch zu tödlichen Gefahrensituationen, die besonders Fahranfänger in keinster Weise meistern können. Dieser Polizist muss die Autofahrer antreiben, denn wenn es etwas zum Glotzen gibt, gehen die Gaffer vom Gas und drücken auf die Bremse. Oder sie sind so abgelenkt, dass sie ihren Vordermann nicht beachten. Gaffen ist gefährlich. Eine schmerzliche Erfahrung mussten auch zwei 18-Jährige auf der A96 machen.
Ein Abschleppwagen zieht gerade ein Unfallauto aus dem Seitenbereich. Auf der Gegenfahrbahn schaut sich der junge Fahrer in der Vorbeifahrt diesen Unfall genauer an. Als er wieder nach vorne blickt, ist der Wagen schon längst nicht mehr auf der Fahrbahn. Mehrfach überschlägt sich der Kleinwagen. Zwar steigt der 18-Jährige scheinbar ohne Verletzungen aus dem Auto, doch als er seinen Kumpel eingeklemmt im Frack sieht, bricht er zusammen. Der Vorteil für die Retter, sie brauchen nur die Straßenseite zu wechseln und haben die kürzeste Anfahrt ihres Lebens. Autofahrer sollten sich also grundsätzlich nicht von Geschehnissen auf der Gegenfahrbahn ablenken lassen. Auch nicht, wenn ein Brautpaar aufgrund von Stau die Hochzeitsfeier auf die Autobahn verlegt. Neugierig ist jeder Mensch und das war er schon in der Vergangenheit, das wird er auch in Zukunft sein. Leider ist es natürlich so, jeder schimpft über einen Stau auf der Autobahn, aber wenn man ehrlich ist, jeder schaut natürlich auch mal mit einem oder vielleicht auch zwei Augen auf einen Unfall und verursacht natürlich dann den Stau, über den er sich selber ärgert. Auf der Autobahn zu fahren ist kein Spiel. Ihre Eltern, ihre Freundin oder ihr Freund, ihre Verwandten und Bekannten. Alle hoffen, dass sie keinen Unfug machen und heil wieder nach Hause kommen. Kein Alkohol, keine Drogen, eine vernünftige Fahrweise und immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand. Ich bin mir sicher, dass wir uns dann nie im Leben wiedersehen werden. Und ihr solltet alles, aber auch wirklich alles dran setzen, dass ich niemals mit meiner Kamera vor euch stehe. Einsatz für Wirrwarr 1. Ein neuer Einsatz. Ich muss los. Servus.